Kosmos, die Patrouille. Nach Einführung dieses Gesetzes kann nach. Achso. Neue Fähigkeit, Patrouille, Waschstation. Jeder Einsatz verringert die Unzufriedenheit. Jeder. Okay, nehmen wir mal das Nicht-Radikale. So, jetzt wollte ich noch mal schauen, muss ich das aktivieren oder machen die das von alleine hier? Patrouille kostet uns 10 Essensrationen. Wachen werden Straßen in der Nähe. Ja, schicken wir die mal los. Wir haben ja gerade noch genug Nahrung. Die sind schon am Start. Und jetzt schauen wir mal. Außenposten bauen. Hier kann ein Außenposten eingerichtet werden, der ungefähr 100 Rohnahrung jeden Tag liefert. Das machen wir. Die sind noch unterwegs. Die sind noch unterwegs. Dampfkohlegenerator. Den würde ich dann 25. Können wir den upgraden? Den upgraden. Und dann haben wir schon mal mehr Kohle im Einsatz. So, Speer, sind sicher in die Stadt zurückgekehrt. Du kannst die Speergruppe bei der Signal auflösen. Gut, das wollen wir nicht, aber wir haben jetzt ordentlich Ressourcen. Das heißt, unsere Fabrik kann jetzt endlich den Automaton fertig bauen, den wir hier hinten im Kohlekraftwerk benutzen. Dann könnten wir eigentlich dort auch gleich noch den Dampfkohlegenerator upgraden. Genau, die können jetzt das alles bauen. Wo schicken wir die jetzt wieder hin? Der Spähtrupp ist nach da unterwegs. Dann schicken wir die erstmal dahin und dann hier weiter zum Höhlenversteck. Das haben wir dann im Griff. Warum haben wir hier schon wieder Nahrung? Was? Nacht? Oh, das sieht aber hier gut aus jetzt. Nur noch vier Londoner. Die ganze Geschichte ist noch 4 Tage. Ja, wir waren ja schon mal bei 39, die weg wollten. Jetzt nur noch vier. Also Hoffnung ist also eine große Sache. Wenn wir das dann nochmal spielen mit einer Schwierigkeitsstufe höher, dann wäre es vielleicht interessant, dann mal den Zweig Glaube zu wählen, weil jetzt haben wir ja hier Ordnung und Gesetz. Also da kann man dann bestimmt auch viel mit Hoffnung machen. Da wird bestimmt eine Kirche gebaut werden. Und ja. Baracken? Nee, soweit bin ich noch nicht. Ich habe. Das wäre somit eines der nächsten, dass ich dann diesen Zweig hier, was die Häuser angeht. Ich habe jetzt erstmal die Rohstoffe vorbereitet, dass wir mehr Stahl produzieren, weil das war immer jetzt so ein bisschen der Struggle. Aber wir sind auch kurz davor, auf minus 60 zu gehen. Der Generator hat noch eine Dampfstufe, die wir noch hochfahren können. Und ich hoffe, dass dann die Temperaturen bei minus 60 Grad erstmal noch bei den Zelten im kühlen Bereich bleibt. Ist jetzt so alles so grob über den Daumen gepeilt. Aber dann geht es langsam in die Richtung, die Ge Zelte auszutauschen. Weil wir haben ja hier auch noch 174 Stahl mit denen hier, mit dem Spähtrupp, der hier hinten ist. Ei, 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 klingt frostig. Ja, das ist jetzt der erste Härtetest mit minus 60 Grad. Neuer Orientierungspunkt. Unsere Suche hat nichts Wertvolles enthüllt, aber vielleicht können wir von hier aus noch vielversprechende Orte erreichen. Gut, dann würde ich die jetzt langsam hier rüber zurückgehen lassen. Die sollen das Versorgungslager noch mitnehmen und dann geht's ab zurück und um die Ressourcen
zurückzubringen. Hier ist ein Trupp unterwegs mit Nahrung, dass das dann auch langsamer steigt. Und ich wollte ja noch schauen, dass ich einen zweiten Außendepot baue für hier das, um den Stahl hier am Schiff an der Dreadnought abzuarbeiten. So, wie sieht es hier aus mit dem Automaton? Ist der jetzt endlich mal im Bau? Jupp, jetzt bauen sie den. Das ist dann der, der hier hinten sich dann um die Kohle kümmern soll, um den Kohlegenerator. Hier die Stahlwerke arbeiten ja weiter mit Automatone, das lassen wir auch so. Na, Nahrung hält nur einen Tag. Also wir haben auch noch die Möglichkeit, noch auf Suppe umzustellen. War ja ein Gesetz. Wir waren schon lange nicht mehr hier hinten in der Anpassung. Bestattungszeremonie. Suppe. Ach, das Wirtshaus gibt es auch noch. Hoffnung steigt, aber das brauchen wir gerade nicht. Aber ich glaube, das nächste Gesetz wird dann mal die Suppe sein. Wird zwar die Hoffnung sinkt leicht, die Unzufriedenheit steigt leicht an. Das Essen der Suppe wird Unzufriedenheit hervorrufen. Ja. Aber auf lange Sicht bleiben wir am Leben. Jetzt mal nochmal alles durchschauen. So, hier können wir nochmal die Hoffnung pushen. Weil wenn die Suppe ja dann reinhaut, reinkickt. So. Ja, irgendwie dieses eine Dampfzentrum, was ich hier hinten hingebaut habe. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir noch mehr Menschen finden, aber im Moment, jetzt schon seit etlichen Spieltagen, also Ingame-Spieltage, haben wir keine neuen Bewohner dazu bekommen. Ist die Frage, ob dieses eine Dampfzentrum hier hinten wirklich Sinn macht. Wir sind zwei Zelte in dem Bereich. Ob ich die vielleicht noch mal abreiße und verlege. Ich glaube, hier hinten ist schon alles ausgebaut. Was war jetzt? Ein neuer Automaton wurde gebaut. Schauen wir ihm mal zu, wie er hier aus der Fabrik gestängelt kommt. Da ist er. Nummer 4. Ein bisschen wackelig auf den Beinen. So, dann wollte ich ja hier hinten, statt Ingenieure, ein Automaton werkeln lassen. Dampfstahlwerk erforscht. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. 40 Holz, dann upgraden wir die auch gleich. Und dann sind wir gut gewappnet für die Baracken. Was haben wir hier? Versuchsobjekt benötigt. Sir, der Ingenieur, der am Automaton-Projekt arbeitet, ist wieder hier. Er möchte sich einen Automaton ausborgen. Ich stehe kurz vor einem Durchbruch. Ich brauche nur einen Tag lang einen Automaton. Dann kann ich sicherlich genaue Modifikationen vorschlagen, die ihre Leistung dauerhaft steigern. Ja, schön, dass wir gerade einen gebaut haben wieder, den vierten. Gut, dann geben wir ihm den. Und jetzt könnten wir, gehen wir nochmal die ganzen Sachen durch. Generatorreichweite wollte ich noch nicht. Dann gehen wir jetzt auf die Baracken. Dann wird es jetzt Zeit. Das wird.
Wie sehen denn jetzt die Statistik aus? Wir sind wieder im grünen Bereich. Wir gewinnen an Kohle. Sehr gut. Das sieht gut aus. Ah ja, hier ist jetzt der Automaton weg. Na, dann lassen wir dort 10 Ingenieure so lange arbeiten, bis wir den Automaton zurückbekommen. Das müsste ja der hier sein. Rationalisierte Automatone installiert. Das müsste der sein, den wir ihm zur Verfügung gestellt haben. So, die Lagerkapazitäten stoßen auf alle Fälle noch nicht an ihre Grenze. Wir nähern uns den minus 60 Grad. Es kommt langsam immer näher. So, können wir hier noch irgendwas machen? Die Streife, die Patrouille ist unterwegs. Propagandazentrum arbeitet. Gut, zusätzliche Schichten brauchen wir nicht. Aber das ist ja schon der Dampfkohlegenerator, genau. Oh, hier können wir gerade zuschauen, wie sich der Automaton wieder auflädt am Dampfzentrum. Kuschelnderweise. Und unsere ersten 100 Rohnahrung aus unserem Außenpostendepot trudeln ein. Und da sind sie auch schon. So. Okay, hier sind wir schnell gekommen. Jetzt können wir die direkt weiterschicken. Genau, die sind kurz davor, das Versorgungslager zu erreichen. Dann haben wir das auch erreicht. So, die Effizienz. Vier sind abwesend. Okay. Vier sind im Gebäude, zwei sind im Gebäude auf dem Weg zu einem Bauplatz. Okay. So, wir sind im Versorgungslager angekommen. Die Hütte fällt auseinander, aber ihr Inhalt ist durchaus wertvoll für uns. Na gut. Ein versteckter Vorrat. Wir haben die Hütte durchsucht und eine Vielzahl kostbarer Vorräte gefunden. Nehmt die Rohstoffe. Und können wir davon jetzt zurück? Gut, zurück mit den Rohstoffen. Nicht schlecht schon mit drei Automatonen. Ja, also da habe ich recht früh die Entscheidung gefällt, dass im äußeren Bereich die Automatonen ja die Arbeit übernehmen sollen. Gerade was die Rohstoffe angeht, weil sie ja 24 Stunden arbeiten können. Und der vierte ist ja hier gerade ja in dieser Mission, ne, dass der die optimiert. Wir müssen jetzt, also die Rohstoffe sehen ja so jetzt aus meiner Sicht erstmal gut aus. Wir haben hier 9 Dampfkerne. Ganz schönes Stück. So, wenn jetzt die Stahlproduktion jetzt mal noch hochschießt. Ja, jetzt hat sich jetzt verdoppelt von 2,4, na, fast verdoppelt. Könnte man eigentlich noch einen bauen. Dann könnte man vielleicht noch einen bauen. Ich wollte ja eigentlich noch einen zweiten. Und die Kälte ist denen auch egal. Also Win-Win. Ja, genau. Genau. Ich gehe mal da ganz stark davon aus, dass die minus 60 ja wirklich nur zum Warmwerden ist. Dann wird es ja wieder wärmer auf minus 40, aber hier hinten wird es dann bestimmt noch weitergehen. Und solange die ja dann hier hinten arbeiten können, dann können wir die Menschen da, ne, in Sicherheit bringen. So, die Werkstätten arbeiten nicht mehr im 24-Stunden-Rhythmus. Okay, ist aber in Ordnung.
Hier arbeiten 5 Kinder. Ja. Also das Einzige, was mich jetzt so von der Entscheidung, die ich gefällt habe, ist halt dieses Dampfzentrum. Da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich diese 2 Zelte hier wieder abreiße und versetze. Und dafür das Dampfzentrum wieder abreiße, was dann wieder Kohle spart. Weil es ist ein ganzer Radius, der mir gerade nichts bringt hier hinten, außer Verbrauch. Oh, was haben wir hier? Gewehrkranke. Beerdigt die Toten. Aber wir haben ja genug Betten, also das sollte gehen. So, wir bereiten uns mal langsam vor. Für 2 Tage Kohle, aber wir werden es jetzt ja gleich steigern. Ei, 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 ei. Laufen denn hier noch irgendwelche Heizkörper? Die sind. Ah, den können wir ausschalten, weil da ist ein Automaton im Einsatz. Hier ist ein Automaton im Einsatz. Die müssen dann geheizt werden, genauso hier. Gut, die schauen, ob die Heizung reichen. Also das könnte jetzt hier schon zu kalt werden. Aber doch nicht die Toten in die Betten. Ja, nee. beerdigt die Toten. Diese Person ist dem Tode nahe, aber ein Spezialist im Krankenhaus kann vielleicht noch etwas tun. Lukas geht essen und Maurice ist am Essen. Ja. Hier haben wir auch Effizienz ein bisschen reduziert, ist aber alles okay. Essen ist auch wichtig, ja. Ja, es sieht ganz gut aus, ne? Also wir haben hier für einen Tag haben wir schon mal Essensration. Aber ich werde auf die Suppe gehen. Also wenn das Gesetz hier abgelaufen ist, dann werde ich hier die Suppe als nächstes nehmen. Weil dann wird mehr aus dem. Genau, Suppe ist gut. Ja. Auf alle Fälle bekommen wir aus den Rohnahrungen, die wir ja jagen und aus denen wir unsere Essensrationen produzieren, dann mehr raus. Zusatzstoffe werden wir jetzt nicht, also wir werden kein Sägemehl reinmachen. Also so hart ist es jetzt für uns noch nicht. Aber halt die Suppe muss her. Nein, A. Ja, also so hardcore wollen wir nicht sein. Kein Sägemehl rein. Ja, da bin ich auch bei dir, Asselflix. Da bin ich auch bei dir. Suppe, die werden wir dann schon ein bisschen so. Und Jäger bringen ja auch ein paar Rohstoffe, vielleicht auch ein bisschen Nahrung. Genau. Oh, was denn jetzt? Die Vernunft hat schlussendlich gesiegt. Wir sind endlich wieder vereint. Wir konnten die Londoner auf keinen Fall gehen lassen. Wir haben das Richtige getan. Keine Spaltung mehr. Wir sind eine Gesellschaft. Okay. Also die Londoner haben wir überzeugt zu bleiben. Einen haben wir ja in die Wildnis geschickt. Da hatte sich ja die Jasmin fürs Verbannen ausgesprochen. Da wir uns ja entschieden hatten, auf Zucht und Ordnung zu gehen, hab ich dem stattgegeben. War ich mit dabei. Also wenn wir das nächste, also wenn wir diese Kampagne geschafft haben und dann noch eine Runde spielen, dann werden wir auf alle Fälle mal den Glauben ausprobieren. Aber dann auch eine Stufe härter spielen. Aber gut, jetzt erstmal diese Runde. So, die Londoner. Nichts kann uns trennen. Die Londoner sind wieder auf den richtigen Weg gebracht worden. Niemand möchte mehr die Stadt verlassen. Wir haben einen hart umkämpften Sieg gegen die errungen, die uns entzweien wollten. Die Tragödie von Winterheim hat unsere Hoffnung zerstört. Die Angst hat die Einwohner dazu gebracht, verrückten Ideen zu folgen. Wir konnten sie nicht im eisigen Ödland sterben lassen. Wir haben getan, was nötig war, um alle zusammenzuhalten. Gemeinsam sind wir stärker. Jupp. In dieser harten Zeit ist es auf alle Fälle besser. Definitiv. Oh, die Hoffnung ist voll da.
plus die Propaganda durch unsere Flugblätter. Die brauchen wir jetzt auch. Weil jetzt gleich ist es soweit, dann kommt ihr das erste Mal minus 60 Grad. Zieht euch warm an. Ich glaube, ich werde mir auch mal gleich den dicken Pulli. Oh, der liegt da hinten. Gleich wird's kalt. Für die Zukunft irgendwann kann ich auch den letzten Herbst empfehlen. Das Szenario bringt nochmals ein paar neue Mechaniken, Gebäude und Gesetze. Ja, yep. Also die Szenarien sind ja, habe ich auch. Das ist ja jetzt das erste Mal, dass ich hier die Kampagne durchspiele auf mittlere Stärke, mittleren Schwierigkeitsgrad. Dann wollte ich es nochmal auf hart, extrem, weiß ich nicht, aber hart auf alle probieren und dann aber die Szenarien auch noch durchspielen. Also, es gefällt. Jo. So, halt, 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 halt. Ja, minus 60 Grad. Ich hoffe, euch ist warm. Und wir müssen den Generator hochstufen. Das hatten wir uns ja aufgespart die ganze Zeit. Was bringt der Override? Wenn der Override-Modus aktiviert ist, steigt sowohl die Temperatur in allen Wärmezonen um eine Stufe, also auch die Generatorbelastung. Okay. Also hier haben wir nochmal, wenn's nicht funktioniert, dass wir nochmal pushen können. Das ist eine feine Sache. So, wie sieht es jetzt hier aus? Kühl. Okay, wir sind immer noch hier im guten Bereich. Hinten ist es ja in Ordnung. Da sind die Automatone im Einsatz. Was nicht gut ist, ist hier dieser Bereich. Das ist die Fabrik. Da sind auch Ingenieure drin, aber die können wir jetzt erstmal rausnehmen. Hier würde ich dann auch Automatone einsetzen. Schicken wir die erstmal. Gucken, ob die Kohle reicht. Was haben wir hier? Den Mauerbohrer. Da ist ein Automaton im Einsatz. Der kann ruhig weiterarbeiten. Und perfekt. Wir haben die Baracken erforscht. Und dann könnten wir doch. Das ist eine Sammelstelle, da können wir es nicht bauen. Dann könnten wir doch eigentlich anfangen, Baracken zu bauen. Was ja wieder eine höhere Isolierstufe bringt. Schauen wir mal. Baracke. Basisheizstufe 2. Dafür brauchen wir 10 Holz. Können wir gleich 17 Stück bauen. Aber wenn ich sie jetzt baue, eventuell kannst du da die Wärmequelle hin verlegen und die Zelte dahin ziehen. Ah, ja. Das Dampfzentrum, ne? Wo ich hier vorhin schon die ganze Zeit überlegt habe, was ich mit dem mache. Dann wäre es ganz gut, das hier hin zu verlegen. Mache ich. Ist eine gute Idee. Feuer-Ivy. Dankeschön. Danke für die Idee. Dann machen wir das gleich als erstes. Dann machen wir das ein Dampfzentrum. Ich würde es dann hier so hinbauen. So noch eine Straße ziehen. Hier die Straße rüber. Dann Dampfzentrum. Und dann kann ich ja hier die beiden Zelte, die ich da abreißen muss, können wir gleich Baracken bauen. Wenn wir eh Baracken bauen, dann können die nämlich schon gebaut werden. Sobald es hier hinten alles gebaut ist, reißen wir hier hinten ab. Jetzt ist die Frage, wie verhält sich das Spiel, wenn ich jetzt hier. Wie verhält sich das jetzt, wenn ich da jetzt die Baracken drauf baue? Werden die dann obdachlos und das jetzt bei minus 60 Grad? Passiert das? Oder kann ich die einfach upgraden? Nee. Kann ich. Kann ich machen. Wir können wieder forschen. So, das Haus ist auch schon freigeschaltet. Ermöglicht den Bau von komfortablen Häusern, das sehr wetterfest ist. Okay.
Speisehaus Wärmedämmung. Speisehäuser werden wärmer. Gut, das brauchen wir jetzt noch nicht. Das ist auch nicht unser, was wir brauchen. Die Generatorreichweite. Was haben wir hier nochmal? Die Heizkörper, die wir hochstufen können. Na, ich würde jetzt mal die nächste Stufe hochgehen, damit wir hier wieder Generatoreffizienz bekommen. Ja. Ja. So würde ich das jetzt machen. So, wie sieht es hier aus? Die bringen die nächsten 100 Tonnen. Ich glaube, jetzt brauchen wir mal langsam eine zweite Verarbeitung. Ein zweites Speisehaus. In Kürze können wir auch die schwere Frostbeule. Einem Einwohner muss ein Körperteil amputiert werden. Ja. So, die Gefahren der Kälte. Verlust eines Körperteils. Einer unserer Leute musste sich einer Amputation unterziehen. Durch das Arbeiten in eisigen Temperaturen waren die Frostbeulen so stark ausgeprägt, dass wir keine andere Wahl hatten. Wir müssen handeln. Zieh das Pflegeheim oder das Prosthetikgesetz in Erwägung. Ja, das machen wir. Aber das nächste wird dann erstmal die Suppe sein, damit wir genug Nahrung haben. So, sind wir noch im grünen Bereich, was die Kohle angeht? Nee, sind wir nicht. Die hier hinten fehlen. Dann würde ich jetzt sagen, bauen wir hier auch ein Dampfzentrum hin, weil dann können wir die wieder arbeiten lassen. Dann können wir die auch wieder arbeiten lassen. Hier oben ist alles gerade im Bau. Dann können wir hier hinten abreißen. Dann haben wir die Verlegung geschafft. Wir haben noch 53 Stahl. Das heißt, wir können die nächsten Häuser upgraden. Oh, jetzt doch. Ja, nü. Warum sind denn jetzt doch die Leute arbeitslos? Obdachlos. Verdammt. Der Automaton mit Fehlfunktion wurde repariert. Okay. Was haben wir hier? Kann ich das auch abschalten? Ja. Das ist die Sanitätsstation, die außerhalb ist. Sieht hier die Temperatur aus. Gut, dann würde ich diese Sanitätsstation auch verlegen. Oh, jetzt ist aber, geht's los so mit Optimierungen, ne? Also alles, was man vorher so gebaut hat, nochmal durchschauen, durchüberlegen, macht es noch Sinn? Also das ist hier nicht so schön. Das würde ich jetzt die Sanitätsstation auch verlegen. Auch hier oben ins Warme. Und sobald das gebaut ist, reißen wir das ab. Was haben wir hier? Das Automaton-Projekt. Dampfkern benötigt. Sir, der Ingenieur, der am Automaton-Projekt arbeitet, hat seinen Bericht geschickt. Er hat den ausgeliehenen Automaton beschädigt. Jetzt will er einen Dampfkern. Der Schaden hatte aber auch Gutes. Wir können die defekte Maschine reparieren und nun Automatone so anpassen, dass sie schneller arbeiten. Der Ingenieur ist jetzt wieder beschäftigt, aber er sagt, er sei etwas Vielversprechendes auf der Spur. Gut, wir haben genug Dampfkerne. Wir verbrauchen einen Dampfkern. Die Effizienz von Automaton steigt um 5%. Die Unsere steigt leicht an. Doch, wir können uns, wir haben genug Dampfkerne und genug gefunden. Soll er machen. Soll er bauen. Soll er entwickeln. So. Hier sind noch die beiden Zelte noch im Bau. Sanitätsstation ist im Bau. Das hier ist immer noch.